Ich könnte mich noch umsehen, bevor ich losziehe. Vielleicht ist hier noch was. Erfrischend, schätze ich. Ein Koch weiß sicher, was man daraus machen kann. Da. Einer der Landgottschreine. So sagte er, versank in einem nahen See. Der Landgott muss irgendwo hier unten sein. Zeit zum Schwimmen. Ich halte mich lieber von dem Schnappmaul fern. Das sollte dir auf die Beine helfen. Das sollte reichen.
noch ein Landgott geschafft. Hey, so? Aloy, wie läuft's? Ich musste schwimmen, aber ich habe so den Neustartcode gegeben. Ah, gut. Wir haben so im Herbst gefeiert. Zu Beginn der Ernte mit Wein aus Holunderblüten. Mit 12 war ich mal beschwipst davon und habe im Salbeigarten einen Jungen geküsst. Wie war das? Er war so überrascht, dass er fast ins Beet fiel. Wäre schön, so wiederzusehen, wie er die Felder in der Nachmittagssonne pflügt. Wie läuft's denn bei dir? Ich bin dabei. Hab noch ein paar Landgötter vor mir. Okay. Ich ruf dich, wenn ich den letzten geschafft hab. Danke, Aloy. Zwei tote Utaro und ein Landgottschrein. So sagte er, brach in einer Herde von Maschinen zusammen. Ich muss aufpassen. Säuremunition könnte hier helfen. Ich glaube, sie brachten Opfer für den Landgott dar. Sie etwas frittiert hätte. Und das könnte auch noch hier sein. Da ist der Landgott. Vorm Installieren des Neustartcodes muss ich die Maschinen erledigen. Thank you.
fahren wohl alle Maschinen. Zeit, den Code im Landrohr zu installieren. Wenn ich Flughörner überbrücken will, muss ich zuerst ihre Daten reparieren. Das nehme ich gern mit. Oh oh. Sturmvogel. Der muss wohl die Utaru getötet haben.
gibt nicht auf. Die behalte ich als Vorrat. Ich sollte den Code im Landgott installieren. Noch einen Versuch. Noch einen Versuch. Das ist der letzte Landgott. So, hörst du mich? Ich kann dich hören, Aloy. Ich habe Tee gefunden und den Neustartcode installiert. Dann bin ich ja zu Recht dankbar. Tees Fest war im Winter, als da geerntetes Getreide eingelagert war. Es war die Zeit der Dankbarkeit und alle Kinder bekamen Geschenke. Das Beste war mein erster Bogen aus Eibenholz. Gespannt von meinem Vater.
Jedenfalls hat er dir beigebracht, gut zu schießen. Das hat er. Noch eine Sache. Ich habe zwei deiner Leute gefunden. Ein Sturmvogel hat sie erwischt. Und ich ihn. Oh. Ich sorge dafür, dass jemand ihre Samentaschen nimmt, damit sie in ihr Land zurückkehren. Wenn du kannst, triff mich in Rheinklang und wir senden das Neustartsignal. Ich habe den Code zu den Landgöttern gebracht, bis auf einen. Bleibt nur noch La. Ich bin bei ihr, etwas östlich der Hauptsiedlung. Okay, ich komme, sobald ich kann. Ich gleite! Leute, du hast es geschafft. Zurück? Alle Landgötter sind aktualisiert. Senden wir jetzt das Neustartsignal. Sagte, das würde passieren. Mit allen. Do, Ti, So und dem Rest. Sie nannte es Neustartsequenz. Doch ich wusste nicht, dass sie so schön ist. Bald bestellen die Landgötter wieder die Felder, wie früher. So, der Chor will dich sprechen. Ja, natürlich. Soll ich mitkommen? Nicht nötig. Ich sage Ihnen, dass unser Landgott wieder erblühen wird. Was sollen wir schon sagen? Reden wir später. Dann sage ich dir, wie es war. Viel Glück. Du hast Regala gesehen. Kannst du da drachen? Lass unsere Klingen gemeinsam Regala suchen. Wer hat Lust auf eine Runde Streit? Möge deine Klinge ihr Ziel. Möge deine Klinge strahlen. Die Kraft der Klinge der Fremden soll nicht bezweifelt werden.
Ein Rebellenaußenposten. Ich muss den Anführer finden und erledigen. Es muss der Eingang zum Tal der Gefallenen sein. Marschallin Elvira müsste hier irgendwo sein. Marschallin Elvira mit einer der vermissten Tenat. Wir müssen zurück. Du gehst nicht nochmal rein. Marschallin Elvira, ich hörte, du wurdest zur Rettung der Tenat gesandt, die ins Tal ging. Du musst eine von ihnen sein. Wo sind die anderen? Sie haben es nicht geschafft. Ich musste mehrere Maschinen besiegen, nur um Kenalla zu retten. Das Tal ist seit Monaten aus gutem Grund abgeriegelt. Es herrscht ein Andrang von Maschinen, als ob sie etwas angelockt hätte. Und dann diese merkwürdig glühenden Lichter an der Küste. Das Tal ist verflucht. Wir hätten nicht reingehen sollen. Du erwähntest merkwürdige Lichter in Küstennähe. Von einer Insel im Süden. Sie erschien eines Tages aus dem Nichts und zur gleichen Zeit kam die Maschine ins Tal. Außerdem gab es Berichte von einem Lichtstreifen, der am Himmel über der Insel auf und ab geht. Ich sah ihn in der vierten Nacht. Eine Flamme, die in den Himmel ging und in den Sternen verschwand. Kommt man irgendwie auf diese Insel? Nein. Die Strömung zwischen der Insel und der Küste ist zu stark. Du würdest ertrinken. Lichter auf einer Insel. Ob das etwas mit den Zeniths zu tun hat? Ich weiß davon gar nichts, aber vielleicht? Viele Maschinen in einem Ort. Klingt schlimm. Ich sollte mir das ansehen. Vielleicht kann ich es beenden. Dann komme ich mit dir. Kämpfe an deiner Seite. Nein. Ich will mich erstmal umsehen. Glaub mir, das ist das Beste. Na schön, wenn du meinst. Wenn du im Tal bist, schau nach den großen Wasserfällen und die Klippe südlich des Metallteufels. Die Maschinen werden von diesen Orten angezogen. Okay, danke. Wir ruhen uns etwas aus und gehen dann zur Ärztin in Schlucht ran. Folge den Zehen, Aloy. Etwas lockt Maschinen in das Tal. Klingt nach einer Art Köder. Ein paar Monate unbenutzt und der Weg verlottert. Oder ist das Teil der Prüfung?
Okay, ich sollte dem Pfad folgen. Aber die Brücke hält noch. Da geht's echt tief runter. Ich muss höher hinaufklettern. Das ist wirklich ein Test. Oh, geschafft. Ich muss den Wasserfall und die Klippe südlich des Horus finden. Vivira sprach von tödlichen Maschinen, die in der Nähe sind. Gute Maschine und keine gute. Ivira hätte die Maschine erledigen können, als sie Kenalla half zu entkommen. Ha. Noch eine tote Maschine. Brauchte viele Treffer, um sie auszuschalten. Ich muss auf alles gefasst sein. Ein toter Tenacht. Das muss Dex sein. Narcos Bruder. Im Kampf mit der Maschine gestorben. Jammer. Glühende Licht. Muss die Zenith-Basis sein. Sieht aus, als hätten sie ein Schild um den ganzen Ort. Klar, dass sie ihre Basis auf ihrer Privatinsel haben. Aber zurück zum aktuellen Problem. Ich muss die Gebiete überprüfen, die Ivira erwähnte. Nahe des großen Wasserfalls und südlich des Horus auf dem Kamm. Maschinen. Versprochen. Ich habe uns hier irgendwo ein Kühler ist. Findet man Fokus ihn vielleicht.
bereit sein. Mal sehen, ob es hier in der Nähe einen Köder gibt. Ein Maschinenköder, dachte ich mir doch. Aber dieser hier sieht entwickelter aus. Nach Siedeltechnologie. Das sollte ich mir näher ansehen. Die Daten hier sehen nach Protokoll aus. Von etwas namens der Julius. Steht kein Abschaum ausgelöscht. Wurden also Maschinen angelockt, um Eindringlinge zu töten? Zumindest ist der Köder jetzt abgeschaltet. Wie das rauscht. Ich sollte hier hochklettern können.
ein Köder. Das erklärt die Maschine. Ich muss sie erledigen, bevor ich mich um ihn kümmere. Feuer könnte viel Schaden verursachen. Na schön, jetzt wird das Ding abgeschaltet. Noch ein seltsames Protokoll von dem Julius. Und da lag ich wohl richtig. Die Zeniths haben diese Dinger hier gelassen, um Maschinen anzulocken, die den Zugang zu ihrer Basis schützen. Deine Fremde so weit hier draußen. Das Tal freimachen. Du musst eine der vermissten Tenak sein. Alle dachten, du wärst tot. Beinahe. Dax und Kenalla. Sind sie... Kenalla lebt. Ivira hat sie gerettet. Apropos. Aloy. Ivira. Konntest du nicht widerstehen? Und meine Chance vertun, mit der Streiterin im Tal der Gefallenen zu jagen? Niemals. Wie ich sehe, hast du Iveta... Das sieht mal nach Kampf aus. Bist du dabei, Marschallin? Meine Klinge gehört dir! Blut der Zehen! Dürfen die Dinger töten?
Was sind die? Das Tal sichern. Dafür sorgen, dass alle anderen Köder abgeschaltet werden. Die nehme ich mit. Ja.
Okay. Ich glaube, ich bin in dem Gebiet, das Elira erwähnte. Hier gibt es definitiv tödliche Maschinen. Hier irgendwo ein Köder ist, findet mein Fokus ihn vielleicht. Ich habe noch keine Überbrückungsdaten für diese Maschine. Ich sollte noch mehr Brutstätten erkunden. Die behalte ich als Vorrat. Thank you.
ist ein tolles Ding.
Ich spüre, wie der Boden unter diesem Koloss von Maschine bebt. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Da ist der Köder. Jetzt sollte ich den Köder überbrücken können.
Okay. Müsste der letzte sein. Sieht aus, als wäre da eine Aufzeichnung. Hey, Arschloch! Ich hab eine Aufgabe für dich. Der Julius ist einsatzverrückt. Klapp und mach, was dir gesagt wurde. Nimm die Roboter von hier, um den Ort frei von lokalem Abschaum zu halten. Ich würde es selbst tun, aber Gerard meint, ich muss mich konzentrieren. Also hab Spaß für uns beide. Wird gemacht, Wohltäter Wisser. Auf den Julius ist Verlass. Eric hat also eine einfache KI mit den Ködern beauftragt. Die hat sich beim Überbrücken des letzten wohl selbst abgeschaltet. Ich sollte Evira informieren, dass das Tal sicher ist. Die Phantome müssen aufgetaucht sein, um den Köder zu verteidigen. Wer weiß, ob noch mehr kommen. Aber das wäre den Sinitz egal. In diesem Teil des Tals gelandet. Ich wurde von den anderen getrennt. Hab mich verlaufen. Ich dachte, hier geht. Bin gleich zurück. Sie braucht einen Arzt, aber sie schafft es. Dank dir. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist es der beste Tag, um zu kämpfen. Dieser Kampf war außergewöhnlich. Und diese seltsamen Maschinen. Meinst du, es kommen noch mehr? Nein. Ich fand heraus, was die Maschinen ins Tal brachte. Und setzte dem ein Ende. Oh, gute Nachricht für den Clan. Du willst nicht noch mehr von den Dingern bekämpfen, Evira. Sie sind nicht wie andere Maschinen. Für die Meister, denen sie gehorchen, sind Menschen unbequem. Sie töten jeden, ohne nachzudenken. Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Die Lichter vor der Küste. Sind die von ihnen? Ja. Es ist eine Art Schild, um die Insel zu schützen. Die Maschinen in diesem Tal sollten jeden töten, der in die Nähe kommt. Sinnloses Gemetzel. Es ist etwas für eine Streiterin, keine Marschallin. Bitte, nimm das hier. Es kann dir zukünftig helfen. Danke. Das Tal sollte sicher sein, erstmal. Aber du musst den anderen Tenakt sagen, dass sie sich von der Insel fernhalten sollen. Beim Wort der Streiterin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Aloy. Thank you.
Ich sehe dich, Streiterin. Bitte. Wie ich höre, sind im Süden bei den Stillsanden komische Lichter gesichtet worden. Wir haben die Ruinen verlassen, als wir nichts mehr gegen Sandstürme und Maschinen ausrichten konnten. Ich frage mich, was seitdem da los ist. Man weiß es nicht. Hoffentlich interessieren die Tenacht sich nicht zu sehr für Morlands Aktionen in Vegas. Ich sollte mal vorbeischauen, wenn ich Zeit habe.